Nach 7 Jahren ist es endlich soweit. BMW präsentiert die neue Generation des eleganten Sechsers. Mit dem neuen Sechser Cabrio, das im März seine Markteinführung in Deutschland feiern wird, machen die Bayern schon jetzt Lust auf die kommende Sommersaison. Komplett neu gestaltet zeigt sich die Front mit markanteren Linien in der Motorhaube und leicht nach vorn geneigten Nieren. Die Xenon-Scheinwerfer kommen mit der Serienausstattung. Adaptives Kurvenlicht gibt es auf Wunsch dazu. Noch mehr als bislang betont die weit nach außen reichende Frontschürze die Breite des Wagens und tatsächlich ist der neue 4 cm breiter und über 7 cm länger. Weit reichen die Finnen an den Fahrzeugflanken in den Heckbereich hinein und betonen die elegant gestreckte Silhouette. Als klassischer 2+2-Sitzer bietet das Cabrio 4 Passagieren Platz. Serienmäßig im neuen Sechser ist das zentral angeordnete Bediensystem iDrive. Zur Markteinführung stehen 2 Motoren zur Wahl. Der stärkere ist ein V8 mit Twin-Power-Turbo-Technologie und 4,4 Litern Hubraum. Er leistet satte 407 PS. Ein 8-Gang-Sport-Automatikgetriebe ist bei beiden Motorisierungen Standard. Die Preise für den Traumsportwagen beginnen bei 83.300 Euro.